In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie den Arbeitsstromauslöser an einem Leitungsschutzschalter der S200-Baureihe montieren können und was Sie dabei beachten müssen. In der Verpackung finden wir neben dem Produkt noch die Bedienungsanleitung und einen Stift. In der Bedienungsanleitung finden wir alle notwendigen Informationen. Im ersten Schritt entfernen wir die Abdeckung am Leitungsschutzschalter. Nun stecken wir den Stift, wie auch in der Anleitung dargestellt, in den dafür vorhergesehenen Platz. Danach schalten wir die Geräte ein und können die beiden Elemente miteinander verbinden.